Das ist er, der holländische Apfel-Bacon-Pfannkuchen. Und wie ich den gemacht habe, zeige ich euch gleich. Freunde, was machen wir heute? Heute machen wir holländische Apfel-Bacon-Pfannkuchen. In Holland, also besser gesagt, die Holländer, die lieben jo Pfannkuchen. Ne? Und in jeder Stadt gibt es Pfannkuchenhäuser, auf Deutsch gesagt. Und es gibt es in alle verschiedenen Varianten. Ich habe mir natürlich eine ausgesucht. Ich meine, was für eine, kann ich euch vorstellen? Bacon. Das Material dazu haben wir hier. Und zwar haben wir für den Pfannkuchenteig haben wir Mehl, dann haben wir Eier und dann haben wir Oregano, Milch, Salz, Ahornsirup und natürlich Apfelstücke. Die Apfelstücke habe ich Wasser und ein bisschen Zitrone drin gemacht, da werden sie nicht so schnell braun. Jetzt gehen wir aber hier. Das erste, was wir jetzt machen, ist der Teig. Wir nehmen die Eier, machen wir so wie immer, mache ich so ein kleines Schnüllchen drin, nehmen wir die Eier, machen die da drin, einmal, dann nehmen wir das zweite. Hoppla, warte mal, das hole ich gleich raus. Da gibt es hier einen Trick davor, habe ich schon mal gezeigt. Aber für die, die es noch nicht gesehen haben, nimmt man einfach das Teil, zack, und schon habe ich es. Und dann machen wir es weg. Jetzt nehmen wir die Milch, machen sie drin. Und eine Prise Salz. So, und das Ganze mischen wir natürlich jetzt, dass man einen schönen Teig kann. Den schlagen wir jetzt komplett, bis er schön teigig ist. Ich würde sagen, das ist soweit gut. Und jetzt gehen wir hier, lassen das so ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten. Bis jetzt hier, dann machen wir weiter. Hey Leute, ich bin nochmal da. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Wissen Sie, was ich vergessen habe? Überlegen wir ganz genau, wenn wir in 10 Minuten an die Pan gehen, zeige ich es euch. Leute, ich sage, wir fangen jetzt mal an. Temperatur haben wir. Und zwar holen wir jetzt erstmal die Äpfel. Kann er schon mitkriegen, was habe ich vergessen? Wissen Sie das? Ihr werdet es jetzt gleich sehen. Und jeder, der mich kennt, weiß ganz genau, was ich vergessen habe. Und zwar mein heißgeliebter Bacon habe ich vergessen. Ich habe ihn aus der Sonne rausgelegt. Ihr wisst ja, wir haben im Moment Temperatur dahin und Bacon soll ja nicht in der Sonne liegen. Deswegen habe ich den jetzt vergessen. So, das legen wir jetzt alles gar schön ein bisschen drin. Der eine kann ein bisschen weniger Bacon machen, der andere kann ein bisschen mehr Bacon machen. Ich mache natürlich viel Bacon. Oh, das ist nichts, das muss auch schön aussehen nun. So, ich halte machen wir noch drin. Machen wir daneben dran, schon mal ein bisschen Platz. Und da müssen wir jetzt halt gleich ein bisschen anbrutzeln, nicht so viel, nur dass es ein leichtes Rostaroma kriegt. Haben wir es ein bisschen anbrutzeln gelassen? Den kann man da. Ich sage, wir schieben das jetzt mal dazu. Und zwar machen wir das so, rühren wir noch ein bisschen rum, dass wir natürlich alles abgedeckt haben. Schön überall an. Schön außen rum. Auf jeden Fall komplett abdecken, dass er nicht zu dünn ist. So, überall noch ein bisschen an, drüber die, da ist noch Bacon dazu, da fehlt noch ein bisschen. So, das reicht. Jetzt hat, wie gesagt, lassen wir auf der anderen Seite ein bisschen anbrutzeln. Ich würde sagen, noch morgen, wie es aussieht, dass wir nicht drehen können. Gut, jetzt haben wir gucken, morgen. Ja, der ist gut. Jetzt sehen wir, jo, alle gar mit der Pan. Wenn ich jetzt hingehe, hoppla,
und will das so anheben, das funktioniert nicht. Aber ich zeige euch einen kleinen Trick. Wir nehmen den ganz normalen kleinen Löffel, hebt das bis hier an und schon kommt man komplett runter, ohne dass man ihn zerstört. Jetzt halt rumdrehen. Boah, sieht der geil aus. Tun wir jetzt ganz kurz noch ein bisschen anbrutzeln und dann holen wir ihn schon gleich runter. Jetzt gehen wir noch hin, kurz vor man raushole, machen ein bisschen Majoran drüber. Dann kann das ein klein bisschen in sie. So, gut. Ist fertig. Jetzt haben wir auch nicht runter. Gucken wir mal kurz drin und dann holen wir eine Runde. Sieht das geil aus, oder? Ein holländischer Apfel-Bacon-Pfannkuchen. Versteht ihr? Der holländische Apfel-Bacon-Pfannkuchen. Jetzt gehen wir hin und nehmen den Ahornsirup und lassen den so ein bisschen drüber laufen, überall. Nur ein bisschen. Zack. Kann man so ein bisschen verreiben. Ich habe das extra in der Pan gelost, dass er noch ein bisschen warm bleibt. Und verreiben nochmal. Und jetzt würde ich sagen, hole ich ihn raus auf den Teller. Und wenn ich nur einen Teller habe, dann probieren wir ihn mal. Jetzt würde ich sagen, jetzt probieren wir das leckere Teil einmal. Schneiden wir mal einfach noch den raus. Boah, sieht ja geil aus. Mit allem natürlich. Ahornsirup, alles ist drauf. Ein bisschen heiß. Geil, die Kombination Apfel, Bacon, Ahornsirup. Das ist so geil. Oh yeah. Also Leute, das ist eine unheimlich schnelle, eine geile Nummer. Ich kann euch nur sagen, machen es mal definitiv nur zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen. Es passt für alles. Also ihr Holländer, das ist eine richtig geile Sache. Das Rezept dazu findet ihr unten in meiner Infobox. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Euer Heiko von Heikos Hot Grill Barbecue.